Online-Präsenz eines Autohauses ist heute der Schauraum eines jeden Autohauses. Oft gar der einzige Kontaktpunkt zu neuen Kunden. Das Autohaus Roussier hat das wie kein anderes verstanden und alle Prozesse auf den Internetvertrieb ausgerichtet. Lohn der Mühe, der Internet Sales Award 2012. Ausgeschrieben von der führenden Fachzeitschrift Kfz-Betrieb. Ich glaube, das ist ein Bündel aller Punkte. Ich denke nicht, dass einer ausschlaggebend ist, weil dafür sind zu viele Punkte einfach im Netz entscheidend, die man entweder richtig oder falsch machen kann. Und eben nur ein Bündel entscheidet. Wenn ich keine gute Suchmaschinenoptimierung habe, dann kommt der Google-Suchende erst gar nicht bei mir auf die Website. Und wenn ich meine Fahrzeuge eben auf meiner Website oder eben auch in den Börsen nicht sauber darstelle, dann ist auch kein Interesse am Fahrzeug da. Also von daher sind es einfach viele Bausteine, die ineinander greifen und sich dann eben verzahnen, um ein optimales Ergebnis nachher eben darstellen zu können. Doch der Internethandel setzt die Autohäuser auch mächtig unter Druck. Fest steht, unterm Strich, trotzdem gibt es laut Capgemini 32% der Deutschen, die sich vorstellen können, über das Internet ein Auto zu kaufen. Für 46% dieser Kaufinteressenten ist der Hauptgrund der Preis. Trotz aller Schwierigkeiten, klar ist, der Vertrieb über das Internet ist heute in allen Autohäusern angekommen. Man will sich durch Betrachten der Händler-Homepage von seiner Professionalität überzeugen, von seiner Seriosität und wie er so drauf ist. Und das ist ein ganz wichtiges Thema heute und wird leider von manchen Händlern noch ein bisschen unterschätzt. Eine Innovation kann eben, Neuerung kann sein, QR Movie, also der bewegte QR-Code. Bisher kennen wir die ja nur als stationär und der kann zum Beispiel auch in Filmen eingebunden werden, sodass der QR-Code mit durchs Bild flattert, zu sehen ist und die Bewegung des Bildes mit aufnimmt und somit für ganz neue Möglichkeiten der Wahrnehmung auch da sein kann. Aber das ist sicherlich noch dann auch ein bisschen Zukunftsmusik.